Jetzt mal die Ansicht von unten. Nicht wundern, jetzt schwimmen vielleicht ein paar weiße Mückenlarven vorbei. Es gab gerade Futter für die Tetraodon Schuddendini. Also links sieht man die Phyllanthus fluitans, schön rot. Rote Wurzeln, eher kurz. Daneben sieht man den südamerikanischen Froschbiss. Ja, die Wurzeln sind sehr lang und haben solche feinen Härchen überall. Und die Salvinia hier mit etwas längeren Wurzeln als jetzt die Phyllanthus fluitans. Ja, das sind die drei Arten von Schwimmpflanzen, die hier in meinem Kugelfisch-Aquarium rumschwimmen. Der Froschbiss ist eine sehr schnell wachsende Schwimmpflanze. Der pH-Wert sollte zwischen 5 und 8 liegen und Temperaturtoleranz liegt bei 4 bis 35 Grad. Carbonathärte 0 bis 14 Grad deutsche Härte und Gesamthärte 0 bis 30. Die Vermehrung gelingt durch einfaches Teilen oder der Froschbiss bildet von alleine kleine Ausläufer, ja, die sich dann von selbst abtrennen oder man kann sie auch einfach mit dem Finger abmachen. Ich finde, diese schöne Schwimmpflanze ist nicht schwer zu pflegen. Ja, öfter habe ich jetzt schon gelesen, dass einige Leute Probleme mit der schwimmenden Wolfsmilch haben. Ja, dass sie sich mit der Zeit auflöst. Ja, das konnte ich jetzt, wie gesagt, bei mir nicht beobachten. Auch bei weniger guten Bedingungen, das heißt ohne Düngung und mit wenig Licht, wächst diese Pflanze ganz gut. Das zeige ich jetzt mal. Zu Beginn würde ich euch gerne die drei verschiedenen Wuchsformen von Phyllanthus fluitans zeigen, also der Schwimmwolfsmilch, um die es in diesem Video geht. Das ist Phyllanthus fluitans aus einem In-vitro-Behältnis. Die Pflanze ist ja sehr klein, sieht etwas mitgenommen aus. Das ist aber dem geschuldet, und zwar ist die Phyllanthus fluitans sehr transportempfindlich. Ja, sieht oft nicht mehr so gut aus in dem In-vitro-Behältnis. Das macht aber gar nichts. Sie erholt sich sehr, sehr schnell und sehr gut und wächst dann ja, bei unterschiedlichen Bedingungen einmal mehr, einmal weniger gut. Also, das ist die In-vitro-Variante. So kommt sie zu einem, wenn man sie bestellt. Kostet ja zwischen 6 und 8 Euro. So, 6 Wochen später sieht die Phyllanthus fluitans dann so aus. Ja, sie hat runde, grüne Blätter an einem Hauptstrang. Hier sieht man ein kleines neues Blatt. Und an der Unterseite, ja, kann man fast erkennen, ist sie etwas rot. Ja, und das Wurzelwerk ist nicht so sehr ausgebreitet, sondern nur an einer Stelle. Und hier ist jetzt die gleiche Pflanze, auch 6 Wochen später, mit genügend Nährstoffversorgung, also mit Flüssigdüngung, Nitrat, Eisen und Kalium und ordentlich Licht. Ja, sie hat eine schöne rote Farbe entwickelt, rotbraun ist sie und hat total schöne rote Wurzeln. Also ein ganz anderes Wuchsbild. Die Blätter sind viel näher beisammen. Alles die gleiche Pflanze. Beide sind 6 Wochen alt. Die hier nochmal zum Erwähnen. Die hier also mit wenig Licht, das heißt unter 25 Lumen pro Liter und keiner flüssigen Zudüngung. Und hier dieselbe Pflanze nach 6 Wochen mit über 43 Lumen pro Liter und einem Eisengehalt von 0,1 Milligramm pro Liter, Nitrat und Kalium 12 Milligramm pro Liter. Faszinierend. Okay, jetzt gehen wir mal an die Becken und dann zeige ich euch, in welchen Becken
diese wunderschöne Schwimmpflanze bei mir so rumschwimmt. Unter optimalen Bedingungen, das heißt optimaler Nährstoffversorgung und ausreichender guter Beleuchtung, kann die Phyllanthus fluitans dann so schön rot werden. Ja, und unter diesen Bedingungen entwickelt sie kleine, sternförmige, weiße Blüten. Das ist bei mir jetzt noch nicht passiert. Ich habe aber auch die Pflanze erst seit 6 Wochen hier im Aquarium. Die Phyllanthus fluitans ist im tropischen Südamerika weit verbreitet. Ja, und seit einiger Zeit auch in unserem Hobby sehr beliebt. Ihre runden Blätter sind wasserabweisend, das heißt, sie haben den sogenannten Lotus-Effekt. Also es bleibt kein Wasser auf den Blättern hängen, wenn sie angespritzt oder untergetaucht werden.